aber ich wollte irgendwie nochmal gegen den Ritter kämpfen. Warum? Der Seelen bringt. Die verlieren wir da sowieso gleich wieder. Weil du keine mitnimmst. Läufst du für das Ausweichen extra da raus oder läufst du einfach? Ausweichen? Ich laufe nur drum herum. Das ist eigentlich mehr Zufall oder Unfähigkeit. Ich laufe einfach hin. Bam! So. Hey Jungs! Ich wollte beide hauen. Und die Pfeife kommt schon wieder nicht hier hoch. Auf, auch nochmal im Kopf. Das ist so bescheuert. Und er nimmt wirklich Damage. Was hast du denn gewartet? Der Auto. Ach so. Auf was habe ich wohl gewartet? Da kann ich umbringen. Der hat mich ganz schön zugesetzt, gell? Ja, weil ich halt dumm auch. Ich wollte eigentlich von oben nach unten stechen, der hat aber nach vorne gestochen. Jetzt hinter dir einer mit Brandpfeilen. Niemals. Die würden mich nie mit Brandpfeilen schießen. Guck, da war die Wand. Das ist runtergefallen immerhin. Wir rollen weg. Oh ja. Schön die lange Animation. Guck mal, Seelen. Sind. Irgendwie hab ich. Und du hast noch drei, okay, zwei Estos für den Lanzenfuzzi. Will es da runtergehen? Ach, na? Oh, warte mal, da zurück. Runter gucken. Oh, da geht's auch runter, Mann. Ja, deswegen ja. Der Typ. Guck mal nach rechts, nicht, dass sich einer runterstößt. Jetzt. Der ist runtergesprungen, wollen wir wetten? Ja. Schwarze Feuerbombe. Setz die mal bei dem Lanzenfuzzi ein. Das ist wieder ein Fleck, der nicht hier aktiviert ist. Ja, wie gesagt, ich denke, das ist noch ein bisschen verpackt. Jetzt ist er aus dem Fokus. Jetzt triffst du ihn sowieso nicht mehr. Ja, der kommt auch eh wieder rund. Weißt du, was er jetzt macht? Dreht rum, nachdem ich mit dem Ding getroffen habe. Wirft die Axt da hoch. Ja, oder er schießt die Axt hoch in meinen Körper rein und zieht mich runter wieder. Gleich rutscht der runter. Jetzt. 14 Damage. Willst du mich funktioniert. Willst du mich eigentlich verarschen? Musst es halt nur lang genug machen. Erkennst du auch dazwischen da? Ja, wahrscheinlich krache ich da durch. Achso, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, oder du stirbst einfach am Fallschaden. Aber das wäre halt echt krass, wenn du da. 14 Damage. Dann können wir ein ganzes Jahr lang machen. Wir haben noch 9. Ja, genau. Ja, okay. Ja, und du hast noch ein paar Feuerbomben und eine schwarze Feuerbombe. Der haut da unten rum. Der räumt halt auf da oben. Okay, also jetzt musst du auch runtergehen und gegen ihn kämpfen. Jetzt hast du so viele Items an ihm ausgegeben. Ja, aber ich schmeiß noch ein paar Wumpen, da habe ich noch größere Chance. Noch? Mach. Das sind immerhin 30 Damage. Und ich treffe. Ja, ja. Ja, guck mal, nicht, dass er aus der Range rausgeht und dauert das zu lange, bis er nochmal hörst du diesen Bumm, Bumm, Bumm. Würde wahrscheinlich auch mehr werfen. Ich wollte gerade sagen, aber jetzt hast du eh nur noch eine. Genau, aber die Animation dauert so lange, bis er das Ding wirft. Immer einen Schritt nach vorne macht dabei. Lame! Alter, dann wirfst du aber jetzt nicht jeden Einzelnen. Ich wollte nur, dass ich runtergehe, dass ich ein. So. Ja, der ist runtergefallen, oder? Der ist gesprungen wahrscheinlich. Ja, mit Sicherheit.
Ja. Ja. Mir qualmen die Socken, man sieht's. Ach, der kommt da hochgeklettert, jetzt sehe ich ihn. Ich habe mich irgendwie die ganze Zeit schon gewundert, wo kommt der so, eigentlich jetzt, her? Jetzt geht's, zählt's. Kurz bevor du einen Platt hast, aktiviert sich der blaue Ritter. Der Name. Ich würde den auch in den Kreis reinrennen. Weil hier draußen hast du ja echt gar keine Chance, das geht ja schon. Oh, da hatte ich ihn gesehen. Ja, geil! Geil! Weil ich vergessen habe, wie es angreifen geht. Ist es geil oder nicht? Boah. Oh, wo die Seelen jetzt liegen. Oh Mann, ey, wie kann das so dumm sein? Und vor allem, wo die Seelen jetzt liegen. Ja, die liegen wahrscheinlich direkt im Eingangsbereich. Oh. Wenn Dummheit wehtun würde, wenn der Kopf schon geplatzt. Lange vorbearbeitet, wow. Ist man einfach. Oh. Zeitgleiche Angriffe hasse ich nicht. Oh, komm, Alter, übertreib's doch! Hat er bei mir auch gemacht, vielleicht. Bloß, dass er alle drei in mich reingeworfen hat und ins Nadelkissen. Ich hab das Gefühl, wenn ich den vor dem anderen kill, dann kommt er nicht mehr hoch. Kommt er nicht mehr hoch, richtig. Was verloren? Echt der Junge? Aber ich will erst gucken, ob der da kommt. Ja. Oh. Tritt ihn runter, tritt ihn runter. Jetzt. Guck mal, drei Bomben wieder. Können wir das Spiel nochmal machen? Ja. Ich glaube, ich habe den mit den Feuerbomben bloß wütend gemacht und deswegen habe ich den gekriegt. Guck mal, so macht man das. Nein. 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 Oh, Entschuldigung. Aber der war jetzt mal echt geil. So, guck, der rennt mir sogar hinterher. Und noch nicht mal getötet hat er den Jungen. Kommt er eigentlich hinterher jetzt? Ja, klar. Bei dir. Geil, so macht man das. Und noch nicht mal umgebracht hat er. Die Aktion war sogar noch besser als mein bester Try gegen den Aber wurde der jetzt da oben umgebracht? Jetzt zurückgelaufen bestimmt, oder? Ja. Probieren, ja. Von diesen drei weißen Punkten. Einen hast du noch. Ich hab nur Bedenken, dass ich nicht gut fokussiert, dass der auf einmal einer von hinten kommt. Okay, doch, du hattest hier eben noch einen übrig gelassen da oben. Der könnte, aber der kann nun mal nichts. Außer dich vielleicht runterstumpfen, bist du tot. Boah, scheiße, schon zu weit weg gewesen. Jetzt guckt er nur nach dir. Die sehen doch fokussieren doch an. Der ist zu weit weg. Vielleicht von da aus, jetzt krass. Jetzt hast du ihn. Jetzt. Oh, wow! Ich hab doch gesagt, das geht. Ja, ich hab gedacht, du fällst durch einfach. Ja, geil, Alter. Die Messer sind ja fit. Vor allem hast du. Oh! Alter, seine Lanze ist ja so scheiße lang. Ah! Ja, geil, ja, haut durch. Da unten die Leben. Mann, Esther. Alter, du hast keine Leben mehr. Nein! Du hast. Fuck! Du hast Leben. Ich hab ja gesagt, entweder du krachst durch oder er kriegt dich trotzdem. Scheiße, ich habe eigentlich damit gerechnet, du krachst durch, verlierst noch mehr Leben, dann kommt, dann schlägt dich einfach tot. Ja, geil, null Seelen. Los geht's wieder von vorne. Hätten uns wenigstens Pfeile davon kaufen sollen. Ja. Ah, geil. Was
jetzt nochmal so. So, mein Freund, mir reicht jetzt mit diesem Pixel da. Ich fühle mich, muss mir ein bisschen mal trainieren. Ja, komm her. Komm schon, Digga. So, ich hab vergessen, wie. Ich hätte jetzt hier den Kreuz. Einfach brutal gibt. Oh scheiße, die müssen ja die nächsten jetzt auftauchen. Doch, komm. Jetzt geht's nicht mehr auf den Sack. Wie viel bringt der Sechsack? 220. Ja, das Problem ist, du hast jetzt nur noch einen einzigen Estus. Oh, nee, du hast gar keinen Estus. So, jetzt bin ich gerade überlegen, ich war einfach auf den Gegner ein. Eigentlich wollte ich den da machen. Ja, genau, den wollte ich machen. Hier, so. Jetzt pack ich. Nee, noch nicht mal. Komm schon, du Feigling! Jetzt dreht er sich rum, brennt mir gerade der Kittel. Dem Zeug kaufe ich jetzt erstmal Material zum Rumballen. Ich verbanne es dann und du darfst es wieder machen. Nö. Ich muss gerade sagen, ich habe gedacht, ich wäre wieder abgebrochen, also nee, rausgegangen. Nee. Weil er so hochgegangen ist und dann, ja, da stehen wir da. How may I? Ja, glaubst du, die Pfeile. Glaubst du, die Bogen wissen, sind sogar teurer? Was kaufen? Nee. Geht das mehr als? Ja. Nein. Überschüssige Pfeile wurden gelagert. Ja, Agne 99. Anzahl verstaut einer. Okay. Noch irgendeinen Schrott gefunden, oder? Falsch. An der. War nicht so viel. 55 physisch. Wenn ich nur schnell. Eigentlich müsstest du von. Realistisch ist mit dem Bogen deutlich schneller schießen können. Be sure to bring. Ja, deswegen meine ich ja, dass die Armbrust Bolzen teurer, weil nämlich eine Armbrust generell mehr Schaden gemacht hat als ein Bogen. Ja, genau, und aber dafür viel länger gebraucht. Ja, weil du halt länger aufgeladen hast, das genau. Ganze. Beim letzten Mal, glaube ich, bei Galileo oder sowas gesehen, wie eine so mittelalterliche Armbrust geladen hat. Das ist doch. Er hat aber auch gesagt, alles, was du in Spielen siehst, ist so lächerlich, dass die da stehen. Ja, er hat halt gemeint, dass du, also im Endeffekt, das war ja vergleichbar, der Armbrustschütze mit dem heutigen Sniper.
Und der hat halt Ewigkeiten gebraucht und hat dann einen oder anderen Schuss mal abgesetzt, der halt auch echt gezogen werden musste. Wir hätten eigentlich noch die 200 auch noch ausgeben können. Für was denn? Brandbomben, Messer zum Beispiel, die Wurfmesser. Ach so, ja. Jetzt auch noch. Aber ich gehe mal davon aus, wenn ich mich jetzt da oben hinstelle und den mit 100 Pfeilen bald abballerst, dass es jetzt klappt. Ja, ohne Scheiß. Irgendwann muss es ja klappen. Ich fand mein Versuch eben war sehr schön. Ich bin hab zwar ein bisschen aufs Maul gekriegt, ich habe aber was erfahren. Ah, der hat da hinten geschlagen, hast du gesehen? Ja, weil du ausgeholt hast. Ja, ja. Genau. Aber theoretisch hätte der Schlag, der nach hinten ausläuft, nicht so viel Schaden machen dürfen, wie wenn du vorne durchziehst. Aber auch dass er überhaupt hat Schaden gemacht hat. War ja schon geil. Das war ja nicht so lieb. Ein Freund und Versteher. Mal diese Angst haben. Ja, die Schilde blocken tatsächlich Wurfschläge. Echt gut auch. Ich verstehe auch, warum die Leute so lange an dem Spiel zocken einfach. Es macht echt süchtig, gell? Wenn du überlegst, wie tausendmal wir jetzt diesen Gegner hier gelegt haben. Diese Gegner gelegt haben. Yeah. Und es macht ja trotzdem noch der Spaß. Es frustet nicht, aber genauso geil ist es dann, wenn du den Typen gelegt hast. Genau. Ist, umso geiler eigentlich. Ja. Guck mal, geht's sogar. Ha, perfekt. Kannst du da hinten dich hinstellen, aber nicht runterspringen, du weißt ja, das ist nicht so. Macht gut. Der beim Pfeilschießen eigentlich auch einen Satz nach vorne? Nein, normal nicht. Der ist direkt unter dieser Dicke. Eigentlich ja. Kannst du da nicht fokussieren? Auf der anderen Seite ist auch noch so ein Ack. Guck mal, jetzt in den Kopf schießen. Die können. Pfeile? Da sind keine Pfeile dabei. Geh mal rein, musst du wahrscheinlich. Aber da unten. Ach, du hast den einen Köcher leer, du brauchst jetzt den anderen. Nee. Doch. Nee, das waren eine Bolzen gekauft. Ah, ich guck. Ja. Aber. Das ist ja. Es ist ja hell markiert, den er hat. Ja. Seht ihr das? Ich sehe sie sogar. Ja, das ist es ja. Greif dir doch mal an die richtige Stelle, Mann. Und wechsel die auf die linke. Gewöhnliche Pfeile, Holzpfeile? Gibt's da einen Unterschied? Jetzt sag nur, dass es sich aufgehangen hat. Nein, das dauert wieder Ewigkeiten. Jetzt sag nur, du brauchst auch noch andere Pfeile für verschiedene Bögen. Doch. Kacke. Verarschen, oder? Was? Ich stell mich hier hin, weil ich die ganze Zeit Angst habe, dass der scheiß Putzi um die Ecke kommt. Aber... Rolle Y. War Schild weg. Okay. Alter, du willst mich jetzt veräppeln, oder? Die falschen Pfeile. Cool. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, aber. Hätte ich 100. Ja, was sollst du denn sonst mit Holzpfeilen machen? Okay, dann kannst du für zwei verschiedene Pfeile vielleicht abfeuern. Ja, Brandpfeil normal. Oh, was hast du denn jetzt gedrückt, dass du im hinteren?
Ja, man hört's. Ja, jetzt verstehe ich. Ach du Hure. Aber hier war doch irgendwo noch einer, der rumgelaufen ist. Ja, links. Links, hoch. Hoch. Höher, höher. Links. Ja, da hinten. Ah, der läuft aber schon wieder. Ich hab auch Bedenken, wenn du den abknallst, dass er zu dir kommt. Das ist so viel. Oh. Köder war das. Hier, komm. Oh. Wie er ausrastet. Ah. Ja, guck mal, da hat zwei Pfeile im Rücken. Du hast schon recht, du hast schon recht. Der kann ja auch klettern, also von daher kann der in Theorie. Man kann ihn wirklich so legen. Es ist doch so lame, es ist echt lächerlich eigentlich, gell, dass es funktioniert. Ey, alle Anfang ist schwer, gell? Also kannst du dich auch langsam ranarbeiten an ihn. Später mit einer besseren Ausrüstung, besseres Netz und mehr Können vor allem, kannst du ihn wahrscheinlich so legen. Okay, ich sollte beim nächsten Mal warten, bis er ein bisschen weiter weg ist, damit ich wenigstens mal zwei Pfeile auf ihn setzen kann. Ich müsste nur dann auch noch treffen, gell? Also, der hat schon viel Leben verloren. Oh, da unten randaliert er wieder ein bisschen. Er haut wieder die Einrichtung klein. Dein Herbert ist wieder wütend. Ja, komm, 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 komm. Also, wenn man so einen vorprogrammierten Weg hat, ja. Finde ich schon gut. Ich hab schon gedacht, der fliegt in die Klöten, aber nein. Das ist ganz schön peinlich, was wir hier machen. Ja, du musst dann gleich runtergehen und so tun, einen Schlag habe ich ihn umgehauen. Und das gleiche müssen wir auch noch mit dem Lanzenkrieger machen. Den irgendwie rauslocken und dann einfach von außen dann. Also, wo willst du dich so hoch platzieren? Fast tot. Ja, ja. Ich geh jetzt auch nicht mehr in den Nahkampf rein, jetzt wo er so down ist. Ich gehe in den Rage-Modus, dann kann er fliegen. Mhm. Oder er wird nicht gezählt und respawnt einfach, wenn du nicht hinguckst. Genau, wenn die Leiter runtergegangen bist, um zu ihm zu kommen. Oh, im Kopf steckt sogar so ein Ding. Egal, wird nochmal hinterher geschossen. Und jetzt runtergefallen! Nee, ich habe gerade eben die Schritte gedacht, dass er angelaufen kommt. Nee, ich meine, jetzt wärst du runtergefallen, dann wäre es auch umsonst gewesen. Na guck mal, hast gar nicht mal so viele Feinde dafür gebraucht. Aber der blaue hier, der könnte, stört mich immer noch. Der könnte noch ein. Wir sind jetzt drei oder vier von den. Ruckel. Anwenden. Ist er? Denn rechts. Die Leiche disappeared. Geradeaus weiter. Ach, der ganze Nebel hier. Wir brauchen einfach also Rechenleistung. Hinter dir sind noch zwei bis drei. Ja, ich will aber erstmal außen rum gucken. Nicht, dass hier irgendwo noch eine. What? Du willst dich verarschen, oder?